willkommen im Jahr 2021 zu unserem ersten Training hier für die ganz Kleinen und Anfänger bei den Kleinen. Halt, gerade stehen, sit up. Tief durchatmen, wir schließen die Augen, Moxo. Noch einmal. Dann machen wir die Augen wieder auf. Shomini, Re. Und Kiritz. Os. Schön. Bisschen Platz finden, passt auf, dass ihr nirgends sowas runterwerft. Und die Tessa geht ein bisschen vor mir an den Bildschirm. Und groß die Arme kreisen. Achtung. Oh, 5. Groß kreisen. 4, 3, 2, 1. Nach oben ziehen. Hoch, 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 hoch. Und von hier bis zum Boden runterkommen. Dann wieder nach oben kommen. Groß werden. Und wir machen Hampelmann. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Gut. Achtung, Arme wieder hochnehmen. Jetzt kreisen wir groß in die andere Richtung. Wahrscheinlich rückwärts. Und große Kreise. Die Knie gehen ein bisschen mit. Achtung. Und 5, 4, 3, 2, 1. Wieder hochkommen. Und ganz runterhängen lassen. Fingerspitzen bis zum Boden. Und wieder hochgehen. Groß sein. Und wieder Hampelmann. Groß springen. Und 1, 2, 3, 4, 5. Und locker bleiben. Schön. Jetzt bewegen wir das Becken groß. Mit dem Popo wackeln. Große Kreise machen. Und in die andere Richtung. So, jetzt zähle ich bis 5 und ihr dürft immer die Richtung wieder wechseln, so wie ihr Lust habt. 1, 2, 3, 4 und 5. Gut. Gerade stehen. Jetzt versuchen wir, ohne viel zu wackeln, mit dem einen Bein zu schwingen, das gestreckte Bein. Nein, die Tessa macht den Wackelpart und ich probiere gerade zu stehen. Und wieder 5, 4, schön schwingen. 3, 2 und 1. Gut. Andere Seite. Auch hier schön schwingen. 5, 4, 3, 2 und 1. Gut. Jetzt immer die Ferse bis hoch zum Popo ziehen. Ja? Eine richtig große Bewegung. Und im Knie bewegen wir uns. Und es geht los. 5, schön hoch und runter. 4, 3, 2, 1, andere Seite ins Gleiche, schön anziehen, 5, 4, 3, 2 und 1, gut, und wieder ein bisschen mit dem Popo wackeln. Gut, wir gehen runter in die Hocke, Tessa runter, Hände bleiben am Boden, und jetzt probieren wir die Beine zu strecken, 1, aber die Hände bleiben am Boden. Und wieder runter mit dem Popo. 2 und runter. 3 und runter. 4 und runter. Einmal noch. 5. Die Fingerspitzen zu den Zehen. Und langsam wieder nach oben kommen. Hochgehen. Arme strecken und oben lassen die Arme. Gut. So probieren wir jetzt die Kniebeuge. 1. Und wieder hoch. Oh, wer kann mitspringen? So ist die Tessa-Zeit. 2 und hoch. Vielleicht mit Springen. Super. 3 und hoch. 2 Stück müssen wir noch. 4 und hoch. Und der letzte. 5 und hoch. Und aus locker. Gut. Schön mit den Armen ein bisschen schwenken. Okay. Gut. So. Wir haben 4 Grundtechniken, die wir heute durchmachen müssen. Das ist der Age-Uke, der Soto-Uke, der Uchi-Uke, den machen wir später, der Gedan-Barai und der Tsuki. Mache immer davor 5 schöne Liegestütze. Alles klar? Probieren wir mal. Achtung,
alle 100, 5 Liegestütze, so schön wie sie nur gehen. 1 und 2 und 3 und 4, ganz toll. Und 5 und hoch. Sag mal, bist du so stark? Ganz toll, schön. Nach vorne gehen, Tessa. Gut. So, weil wir jetzt die Arme ein bisschen belastet haben, machen wir erst was für die Beine. Wir lassen die Hände ganz locker hängen und machen nach vorne Maigeri. Aber ihr müsst ganz genau in eure eigene Körpermitte treten. 1, super. Und mit dem anderen Bein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wo ist die 10? 10. Okay, schön. Dann stehen wir ein bisschen breiter und nehmen die eine Hand nach vorne. Erinnern uns natürlich alle an die Technik, die heißt Tsuki. In dem Fall Chokutsuki, gerader Fauststoß. Achtung, ganz schön, 1 und schön eng hier bleiben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut, die Faust schön zumachen, keine kriegselige Faust. So. Jetzt müssen wir 10 Schritt schnell machen und bei 10 machen wir so einen lauten Kjai, dass der Mama in die Küche die Tasse runterfällt. Achtung! Etsch! Ni! San! Shi! Go! Lock! Shich! Hatsch! Kyu! Chu! Und Yami! Und Naoti! Schön gemacht! Und wieder ein bisschen lockern, Luft holen. Gut, dann mit dem einen Bein nach vorne gehen und weit nach vorne drängen. Super, das können wir auch mit dem anderen Bein machen. Schön nach vorne kommen, tief runter gehen. Okay, ganz toll. Gut, jetzt machen wir nochmal wie eine Kniebeuge, aber mehr wegen der Dehnung. Wir gehen ganz, ganz runter, so weit runter wie wir können und dann noch kleiner, noch kleiner. Okay, und von hier werden wir riesengroß. Das ist alles größer. Und nochmal ganz klein werden, klein werden, klein und wieder groß. Und zum letzten Mal klein werden und wieder riesengroß. Und durchschnaufen. Schön. Wir kommen zur zweiten Technik. Das ist der Block nach oben. Aber vorher müssen wir wieder Krafttraining machen. 5 Liegestütze, die Tessa freut sich schon. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Alle lächeln. Achtung, 5 Liegestütze. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Super. Wow, schön. Jetzt erst wieder, weil wir hier oben so viel gemacht haben, Maigeri. Aber diesmal machen wir den anders. Und zwar stellen wir das linke Bein nach vorne. Nehmen die Hände in Kampfhaltung und jetzt drehen wir Maigeri genau nach vorne und setzen hinten wieder ab. Okay? Und 1 und hinten ab. Und nicht irgendwo hindrehen, sondern genau vor euch hindrehen. 2, so, 3, schön. Und immer mit dem Knie vom vorderen Bein, das bleibt da vorne. Ja? Also nicht zurückgehen, es bleibt hier vorne. Und 4, schön. Und 5. Super, Beinwechsel. Achtung. 1, 2, 3, 4 und 5. Und yummy. Gut. Jetzt kommen wir zu Ageuke. Nochmal ganz hier deutlich schauen. Der Ageuke geht von der Hüfte weg und geht vorm Gesicht nach oben. Nicht hier rüber und hoch. Das wäre falsch, ja? Sondern wie so ein Kinnhaken, wenn ihr einen Kinnhaken gibt, so geht die Faust nach oben und dreht dann. Die andere ist natürlich schön hinten. Dann mache ich sie auf und wieder hoch. Und auf und hoch, ja? Das Aufmachen ist, wenn ich jemanden packen würde, ja? Also nach dem Block aufmachen, 1.
Aufmachen, zwei. Das Aufmachen dürft ihr aber nur bei der Technik machen. Nachher nicht mehr. Ja? Okay, probieren wir's. Die Tessa ist soweit. Achtung, ein bisschen nach vorne gehen. Jo, Agiuke-Position. Und eins, zwei, drei. So, und jetzt nehmen wir auch die Hüfte mit dazu. Vier, fünf, schön. Sechs, sieben. Aber immer schön nach vorne schauen. Acht, neun und zehn. Gut, zehn, zehn. So, die nächsten werden jetzt stärker. Auch wenn wir die Hüfte abdrehen, bleibt unser Blick nach vorne. So, zehn Stück. Achtung. Ich, ni, san, shi, go, rock, shish, hatch, kyu, chukai. Und Naole. Ganz toll. Gut. Und ein bisschen die Füße auseinandernehmen. Und wir bewegen uns von links nach rechts. Gut. Dann versuchen wir auf der einen Seite bis zur Ferse runterzukommen. Runter, runter, runter. Ganz toll. Jetzt sieht ihr die Tessa gar nicht mehr. Ja? Also hinten, wenn ihr seid, versucht bis runterzukommen. Und dann zur anderen Seite rüber. Das gleiche. Und nochmal wechseln. Und noch einmal wechseln. Schön. Und wieder nach oben kommen. Gut. Wir werden groß. Und ihr kennt es ja alle noch, dieses Äpfelpflücken. Schön die eine Seite höher. Das ist ganz wichtig für den Körper. Und auf die Fußballen hochgehen. Und noch größer werden. Ich bin größer, noch größer, größer, größer. Oh, okay. Schön gemacht. So. Jetzt werden wieder, die nächste Technik kommt, das ist der Sudoku. Haben wir auch schon geübt, von außen die Abwehr. Dazu müssen aber erst wieder Freunde, bitte alle lächeln, alle freuen sich, hurra! Fünf Liegestütze, wunderbar! Und es geht los. Und eins, zwei, drei, vier und fünf. Gut. Okay. Erst wieder Maigeri, wir stellen uns wieder mit dem linken Bein vorne. Und jetzt wird es schwierig, mal sehen, wie wir das hinkriegen. Passt auf, ihr müsst erst dann mit dem vorderen Bein treten, dann mit dem hinteren. Sieht so aus. Treten, treten und wieder hinten absitzen. Wir stehen hier so wie gerade eben. Ein Kommando, zwei Tritte. Eins, pam und pam. Sehr schön. Nur ein bisschen weniger rumfliegen, okay? Sonst heben wir mal noch ab. Die Hände bleiben eigentlich, wo sie sind. Treten, treten. Ja? Und zwei. Ganz toll. Drei. Pam, pam. Super. Vier. Tam, tam. Und der letzte. Fünf. Sehr schön. Beinwechsel. Können wir gleich, Achtung, überlegen, welches Bein ist vorne, welches ist hinten. Tief stehen. Und eins. Zwei. Ganz toll. Drei. Vier. Oh, wer wackelt da? Ich hoffe, ihr wackelt nicht auf. Und fünf. Jawohl. Und Nadel. Schön. So. Die nächste Technik. Soto heißt außen. Sotouke kommt also von außen herein. Nicht von innen, sondern von außen. Und damit wir richtig stark sind, nehmen wir den so hoch, dass mein Ellenbogen höher ist wie meine Schulter. Also nicht so, sondern wir gehen von hoch oben und machen den runter. Dann holen wir wieder aus, schön da oben und runter. Ausholen und runter. Und dabei machen wir hier unsere Brustmuskeln auf und zu. Auf und zu. Dann werden wir auch richtig stark dabei. Okay? Also ganz konzentriert, schön von weit oben in Position gehen. Kannst du nicht erst die Geschütze machen? Ne, die haben wir schon gemacht, vor der Magier. So gerne machst du die mit dabei. Nein. Okay. Und nach vorne gehen. Und ausholen. Eins, Sudoku. Auch hier wieder schön die Hüfte ein bisschen abdrehen. Die Faust lassen wir hier ganz gerade im Handgelenk. Nicht so abknicken, sondern wir probieren hier gerade zu bleiben.
Andere Seite, zwei. Ja, genau. Und immer schön die Hüfte mitnehmen. Drei. Super, macht ihr das. Vier. Schön von oben ausholen. Und wir haben den Arm hier abgewinkelt, nicht hinten strecken. Sonst kriegt ihn der Hintermann ja ins Auge. Das wollen wir nicht, okay? Nur hoch. Vier. Nicht so weit strecken. Und hopp. Fünf. Und hopp. Sechs. Und hopp. Sieben. Und hopp. Acht und hab. Neun und hab. Letzter. Zehn. Okay, jetzt stark. Richtig schnell und fest. Und bei zehn ist klein. Und wir machen es so. Bei drei, bei sechs, bei neun und bei zehn ist die klein. Aber ich zähle japanisch. Mal sehen, was ich richtig mache. Achtung. Ich. Ni. San. Ha. Shi. Go. Lock. Shish, Hatsch, Kyu, Ha, Chö, Ha. Ha, aber die Gleis waren alle richtig. Jade und Arte. Gut, ich hoffe, ihr habt sie auch alle richtig gemacht, die Gleis. Schön. Und wir tun einfach wieder uns ein bisschen hier bewegen. Andere Richtung. Und noch einmal andere Richtung. Gut, so, jetzt müsst ihr ein bisschen auf 10 Zellen springen. Ihr könnt springen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, dass eure Füße vom Boden wegkommen. Ja? Also nicht so springen, sondern wirklich in die Luft kommen. Ich zähle bis 10, zeigt mir mal, was ihr so drauf habt. Und es geht los. 1, 2, wie du möchtest. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Die Tessa ist gesprungen, wenn sie Flöhe in der Unterhose hält. Hey. Gut. Und den Kopf groß bewegen, auf und ab. Links und rechts. Okay, schön. Gut. Eine Technik müssen wir noch machen, dann haben wir sie alle durch wiederholt. Und zwar die Abwehr nach unten, den geht dann da rein. Was machen wir vorher? Tessa freut sich schon wieder. Liegestütze. Und es geht los. Achtung. In Position. Und eins. Und schön dabei lächeln. Zwei. Und lächeln. Drei. Und lächeln. Und vier. Und gut. Eine wieder. Fünf. Und hoch. Ich habe mich schon gefreut, dass es nur vier sind. Das wäre es gewesen. So. Jetzt passt auf. Jetzt machen wir was richtig, richtig Kompliziertes. Ach, ich weiß nicht mehr. Du weißt schon was? Ja. Was? Ist das Hör, Sing und Lächeln. Das wäre auch eine tolle Idee. Wollen wir das machen? Was war das andere? Ich hätte es mit Doppelstoß machen. Aber die Idee, die Idee von der Tessa findet man noch besser. Achtung, Knie hoch. So, das Bein, wo oben ist, macht den Maigeri und wir wechseln. Das ist das andere Bein oben. Hopfen. Er hat das Bein, wo oben ist, treten und wechseln. Okay, 10 Stück. 1 und wechseln. 2 und wechseln. 3 und wechseln. 4 und wechseln. 5 und wechseln. 6 und wechseln. 7, 8, 9. Oben, oben, oben. Und 10. Good. Und yummy. Schön. Wenn es anstrengend war, dann schickt er der Tessa eine Mail. Dankeschön für die tolle Übung. Ja? Okay, so. Geh dann mal rein. Passt auf, Leute. Der ist ganz, ganz wichtig. Und alle Techniken sind wichtig, aber der ist noch wichtiger wie wichtig. Weil der kommt ja auch ganz viel in den Katas vor. Geh dann mal rein, muss nach unten gehen. In der Endausführung sieht er fast aus wie ein Zuki. Aber der Weg ist anders. Ein Zuki wird gestoßen und er geht am Barei, der schlägt von oben so nach unten. Ja? Und nicht so arg nach vorne, sondern runter. Und als Vorbereitung zum Ausholen ist ganz wichtig, dass die Ellbogen übereinander sind. Und dann Block. Ellbogen übereinander und Block. Nicht sowas machen, sondern übereinander Block. Übereinander, Block,
übereinander. Ja, das kriegen wir hin, okay? Also, in Position, Tessa voran und geht am Bereich. Eins, ja. Bisschen auch hier wieder die Hüfte abdrehen. Immer die Faust, wo an der Hüfte ist, die zieht die Seite zurück. Da vorne ist ein Block. Zwei, genau. Drei, nicht darüber, nach vorne blocken, schön. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Schön. Genauso probieren wir es jetzt weiter, aber stark. Bei zehn ist gleich. Achtung. Ich. Wir machen bei verschiedenen. Okay, wir machen wieder, jetzt machen wir bei eins, bei vier, bei acht und bei zehn. Achtung, ich zähle japanisch. Ich, ha, ni, san, shi, ha, go, rok, shich, gei, hach, gei, kyu, chö. Diesmal war die Technik gut, aber die Kia ist mal gefallen. Aber ist okay. Und yummy. Und naute. Gut. Und wieder durchlockern. Schön bewegen. Okay, jetzt machen wir das mal in der Bewegung. Ihr braucht eigentlich nur Platz für drei Schritte. Tessa, geh da mal rein, Kamai. Gut. Ja. So, geh ganz hinter, wo der Anfang ist. So, Zenko Tsudachi machen. Stellung. Okay. Die Hände nehmen wir hier in die Hüfte. Und ihr müsst jetzt 10 Schritte machen. Ob ihr die nach vorne macht oder wenn kein Platz mehr ist, nach hinten macht und dann wieder vor, zurück oder zweimal vor, ist ganz egal. Ihr müsst nur immer einen Schritt machen. Und schön, schön stehen. Eins. Das Wichtigste, lächeln. Und lächeln, genau. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. 9 und 10. Ja, ob ihr vor oder zurück geht, ist ganz egal. Yummy! Okay, jetzt geht's los mit Zuki. Ob ihr den vorwärts oder rückwärts macht, ist mir ganz egal. Nein. Hauptsache, ihr macht 10 Stück. Und haut mir nicht auf den Computer oder aufs Handy. Joi! Links vor mit Kiai. Geh da mal rein. Kamai! 10 Stück. Zuki. Oi, Zuki. Ich! Ni, san, shi, go, rok, shich, hach, kyu, chö. Yummy. Und naute. Schön. Die nächste Technik wird Ageuke sein. Aber wir machen es wieder schwierig mit den Kiais. Bei 3, bei 6, bei 9 und 10. Mal sehen, ob ihr eine schöne Technik macht und dazu noch die Zahlen im Kopf habt. Vielleicht könnt ihr sie auch sogar mitzählen. Aber die Zahlen, wo der Kiai kommt, möchte ich ganz laut hören. Geht einmal rein. Kamai! Hey! Gut, nur mit Ageuke. Wenn ihr schon Doppeltechniken machen wollt, das kommt im nächsten Training. Jetzt nur Einfachtechnik. Achtung! Ich! Ni! San! Ha! Shi! Go! Rock! Ha! Shish! Hatch! Kill! Ha! Chö! Ha! Yummy! Ganz toll! Und durchatmen! Sudoku! Auch hier wieder 10. Und wenn ihr ganz wenig Platz habt, versucht immer große Schritte zu machen. Dann halt nur 2 Schritte vor und 2 zurück. Und zwei vor, aber große Schritte. Nicht plötzlich da vorne so kleine Katzentippelchen machen. Achtung! Joi! Geh da mal rein. Komm mal! Und Sudoku. Kiai bei 1, bei 5 und bei 10. Ich! Kiai! Ni! San! Shi! Go! Ha! Rock! Shi!
nicht schlecht. Und Janne. Und Narte. Ja. Welche Zahlen waren? Bei 1, 5 und 10. Aber die Tessa, die kann halt noch nicht richtig zählen wahrscheinlich. Geil. So, jetzt komm, geh da mal rein. Wichtig ist, dass die Technik stark wird. Und da machen wir jetzt die Stadt Kiai, dass wir jede Zahl zusammen ganz laut zählen. Aber so laut, dass alle Nachbarn hören, dass ihr Japanisch könnt. Achtung! Haben wir schon Zahlen? Ja. Welche? Ja. Ne, wir bei allen Zahlen zählen jetzt alle Zahlen laut zusammen. Die Zahl mitzählen. Achtung! Geh dann mal rein mit Kiai. Komm mal rein! Ha! Okay, geh dann mal rein. Ich! Nicht! San! Shi! Go! Go. Rock! Sit! Hatch! Chu! Chu! Yay! Und Arte! Gut! Sehr schön! Hoffe, das hat bei euch auch so gut geklappt mit dem Zählen. Schön. Und wir tun wieder ein bisschen auslocken, die Arme groß kreisen, Richtung ändern. Gut. Dann den Popo groß wackeln, große Kreise. Und die Richtung schön ändern. Gut. Dann das Bein noch ein bisschen, erst im Knie und dann das ganze Bein schwingen. Gut. Andere Seite, erst das Knie und dann das ganze Bein schwingen. Okay, schön. Wieder zurück auf Position. Jetzt machen wir den Fußtritt. Mai Geri im Vorwärtsgehen. Wichtigste Sache, Kinder, ist, dass wir ganz genau nach vorne treten und nach dem Tritt wieder sauber in der Stellung absetzen. Nicht wie ihr wollt, sondern wie ihr richtig stehen müsst. Alles klar? Es geht los. Joi. Geh da mal rein. Komm mal. Mai Geri. Zweimal nach vorne. Eins. Zwei. So. Und jetzt wollen wir zurück und dann treten wir mit dem vorderen Bein und setzen hinten ab. Eins. Zwei. Ganz toll. Und wieder vor. Eins. Zwei. Nach hinten. Eins. Zwei. Schön. Jetzt ganz stark. Ich zähle jede Technik einzeln. Richtig, richtig fester. Ich. Fester. Nee. Gut. Rückwärts. Ich. Nee. So. Jetzt ganz schnell. Achtung. Ich nie. Mit dem hinteren Bein. Das ist einmal im Vorder. Und rückwärts. Ich nie. Das muss schneller gehen. Noch einmal. Ich nie. Und ich nie. Okay, letztes Mal alle vier. Und wer fertig ist, schnell die Arme nach oben reißen. Achtung, seid ihr soweit? Achtung, alle vier Techniken. Wer ist die schnellste, der schnellste? Welche vier Techniken? Zweimal Geris vor, zweimal Geris zurück. Okay, Achtung. Und los geht's. Bam, 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 bam und Arme hoch. Gut, das klappt noch einmal. Achtung. Und pam, pam. Rückwärts, pam, pam, und Arme hoch. Und einmal möchte ich es noch sehen. Und los geht's. Pam, pam, rückwärts, pam, pam, Arme hoch. Oh ja, gut. Da kann man ins Schnaufen, ne? Und schön groß bewegen. Wir sind auch fast schon fertig mit unserem Training. Jetzt sollen wir nur noch eins machen und probieren, weil wir das nächste Mal dann vielleicht mehr machen. Wir stehen nochmal in Kampfstellung. Wir haben ja zwei Fäuste. Die eine Faust ist ein bisschen weiter vorne. So, mit der stoßen wir erster, eins und dann die andere zwei und wieder zurück. Eins, zwei, schön. Eins, zwei, zurück. Eins, zwei. Und jetzt nehmen wir den Fuß dazu. Jetzt machen wir Mai Geri und dann eins, zwei, okay? Eins, pam, pam, super. So, pam, pam, noch einmal drei, pam, pam. Gut, Beinwechsel, das gleiche. Erst nur die Fäuste. Eins, zwei. Schöne große Technik. Eins, zwei. Noch einmal. Eins, zwei. Sehen wir den Fuß noch wieder zu. Eins. Super. Zwei. Das wird schnell. Los, erster lernen. Und drei. Noch einmal. Ein muss noch mal machen. Okay. Yummy. Schön. So viel für heute. Übt es noch ein bisschen.
Und manche machen ja noch das zweite Training mit. Wir sehen uns sonst wieder nächste Woche. Gut, ganz gerade stehen, durchschnaufen. Nicht einfach wegrennen, sondern wir machen bis zum Schluss zusammen. Achtung, c'est ça. Ganz aufrecht sitzen, Augen zumachen und tief einatmen. Noch einmal. Und lange Augen wieder aufmachen. Moxo yame. Kirit. Entschuldigung. Shomeni. Re. Jetzt kommt's. Kirit. Und aus. Dankeschön fürs Mitmachen. Und dann bis zum nächsten Mal.